angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich versuche es knapp zu halten. Der WDR hat am 18. Januar einen Beitrag veröffentlicht, bei dem namhafte deutsche Wissenschaftler und Ärzte eine gesundheitliche Neubewertung der mRNA-Impfstoffe eingefordert haben und auch eine seriöse wissenschaftliche Begleitung. Sie verweisen unter anderem darauf, dass die angebliche, die angebliche Ungefährlichkeit der in den mRNA-Impfstoffen vorgefundenen DNA-Bruchstücken von den Daten bisher eigentlich nicht zu leisten ist. Da würde mich ganz generell interessieren, teilt denn die Bundesregierung, teilt das Gesundheitsministerium diese grundsätzliche Forderung nach einer Neubewertung dieser Impfstoffgruppe? Herr Warwick, wie Sie sicherlich wissen, wird der Corona-Impfstoff seit der ersten Vergabe kontinuierlich gemonitort. Er wird durch die zuständigen Behörden, in Deutschland ist das das Paul-Ehrlich-Institut, auf europäischer Ebene ist das die Europäische Arzneimittelagentur, wird kontinuierlich bewertet. Also diese Bewertung findet weiterhin auch einfach statt. Und nur noch mal, um das Ganze einzuordnen. Allein in Deutschland ist der Impfstoff über 190 Millionen Mal verabreicht worden. Und es wird weiterhin natürlich halt eben sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Und Sie haben das auch in der Vergangenheit gesehen, dass selbst kleinste Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen oder Begleiterscheinungen halt eben auch aufgenommen wurden und entsprechend auch weiterhin beobachtet worden. Insofern kann ich dem auch nichts weiter hinzufügen. Die Beobachtung findet weiterhin statt und insofern sehen wir da jetzt keinen weiteren zusätzlichen Handlungsbedarf über die Maßnahmen hinaus. Können Sie mir ein einziges deutsches, staatliches oder privates Institut nennen, das diese vorgefundenen DNA-Bruchstücke und mögliche Implikationen analysiert seit Beginn der Impfkampagne? Und die WHO hat ja auch nicht umsonst diese Spezifikation vorgenommen, dass DNA-Bruchstücke erlaubt sind. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, wenn Sie das so behaupten, welches Institut das denn macht. Nochmal, also sämtliche Chargen müssen ja entsprechend der in der Zulassung vorgesehenen Maßnahmen halt eben entsprechend auch freigegeben werden und untersucht werden. Diese Vorgaben sind von der EMA tatsächlich halt eben auch so gemacht worden. Die einzelnen Institute, die dafür jetzt tatsächlich zuständig sind, die kann ich Ihnen jetzt hier tatsächlich so nicht nennen. Aber noch einmal, dieser Impfstoff wird seitdem er tatsächlich freigegeben ist, kontinuierlich untersucht. Und auch diese Untersuchungen haben keine Hinweise auf die jetzt von Ihnen möglicherweise genannten Nebenwirkungen ergeben. Und insofern bleibt es dabei bei meiner Antwort. Dann Herr Jessen. Eine Frage ans